2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder zwei Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zurzeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video haben wir sehr viele Technikfragen. Und Technik ist ja so eine Sache, die musst du einfach können und wissen, weil aus deiner, aus dem, was du so mitbringst aus der Fahrschule, kannst du einfach diese Fragen nicht ohne ein gewisses Grundwissen beantworten. Okay, ähm, genau, für die heutigen Fragen gehe ich sehr oft auf das Beispiel mit einem Fahrrad ein. Also du kannst ein Auto Sehr mit einem Fahrrad und den Motor, sprich mit, mit dir oder mit deinen Beinen, vergleichen. Und da werde ich immer und immer wieder, also du musst immer und immer wieder dran denken, dass du auf einem Fahrrad sitzt und das sehr, sehr ähnlich ist wie mit einem Auto. Aber das sehen wir gleich. Worauf weist diese Kombination von Verkehrszeichen hin? Auf eine Gefahrstelle im Zusammenhang mit Gespannfuhrwerken. Genau, also wir haben ja ein Gefahrenzeichen und das, was abgebildet ist im Zusatzzeichen, das äh, weist uns ja dann darauf hin. Auf den Vorrang von Gespannfuhrwerken vor Kraftfahrzeugen. Nein, das ist ein Gefahrenzeichen und hat nichts mit Vorrang zu tun. Auf ein Durchfahrtsverbot für Gespannfuhrwerke. Und Verbot sind ja rund und rot und nicht dreieckig. Was gilt nach diesem Verkehrszeichen? Ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken. Ich darf Fußgänger nicht behindern. Ich muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Also das ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Ab diesem Verkehrszeichen dürfen wir nur mit maximal Schrittgeschwindigkeit fahren. Wir dürfen Fußgänger nicht behindern. Das heißt, wenn die über die Straße gehen möchten oder vor dem Auto spazieren wollen, dann dürfen sie das. Und es gibt eine Besonderheit, denn es darf nur auf gekennzeichneten Parkflächen in diesem Bereich geparkt werden. Und wenn du, also da gibt es manchmal so Fragen, wo du dir denkst, das hat da gar nichts damit zu tun, das mit dem Parken zum Beispiel, da kommt man ja nicht darauf. Also warum soll dieses Schild das das Parken verbieten? Dann empfehle ich dir meinen Videokurs, denn da gehe ich genau auf solche verzwickten Sachen ein. Wie kann man den Lärm verringern, der durch ein Fahrzeug verursacht wird? Durch Entfernen des Luftfilters. Wie kann man den Lärm verringern? Durch Verwenden von Reifen mit grobstolligem Profil. Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich. Also wir denken an das Fahrrad, wenn du mit einer hohen Drehzahl fährst, also sprich, wenn du sehr schnell treten musst, dann kommst du irgendwann außer Atem, das ist dann lauter. Und wenn du niedertourig fährst, also mit wenig Drehzahl, dann... Musst du nicht so stark atmen und dann bist du ruhiger. Das mit den Reifen, grobschalliges Profil hast du vielleicht auch schon mal gesehen oder gehört, wenn ein Fahrrad mit richtig dicken Reifen an dir vorbeifährt, das ist sehr laut. Und entfernen des Luftfilters, dadurch wird der Motor auch lauter. Und hier geht es ja darum, die Lautstärke zu verringern. Dementsprechend ist nur die dritte Antwortmöglichkeit richtig. Wo können Altöle, Schmierstoffe und Fahrzeugbatterien einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden? In Kfz-Werkstätten. Auf Wertstoffhöfen. Im Hausmüll. Also Öl ist so eine Sache, und ähm, jede Werkstatt muss Altöl Entgegennehmen, aber auch auf Wertstoffhöfen. Auf gar keinen Fall darfst du Öl in den Hausmüll werfen, denn das wird bestimmt auch später kommen. Ein Tropfen Öl verschmutzt bis zu 600 Liter Grundwasser. Wie kann man bei gleichbleibender Geschwindigkeit kraftstoffsparend fahren? Also, sprich, bei deinem Fahrrad, wie kannst du bei gleichbleibender Geschwindigkeit möglichst wenig Energie verbrauchen? Durchfahren im hochtourigen Drehzahlbereich. Also sprich, du musst wieder ganz stark treten. Das ist natürlich Quatsch. Durchfahren im niedertourigen Drehzahlbereich. Bedeutet, du fährst in einem hohen Gang mit niedriger Drehzahl. Das klingt doch schon mal ganz gut. Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage. Genau. Also du hast ja eine, einen Tempomaten eventuell und der soll die eingestellte Geschwindigkeit halten. Und das... Meiste was Kraftstoff verbraucht beim Autofahren oder Motorradfahren, ist ja das Beschleunigen. Und der Tempomat sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit konstant bleibt. Und deswegen ist das hier auch richtig. In welchem Drehzahlbereich hat der Motor den geringeren Kraftstoffverbrauch? Geringer? Im hochtourigen Drehzahlbereich. Im niedertourigen Drehzahlbereich. Okay, also wenn wir wenig treten beim Fahrrad, dann verbrauchen wir weniger Energie als wenn wir ganz ganz viel treten müssen. Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen? Durch ausschalten der Start-Stopp-Automatik. Durch schalten in den Leerlauf. Durch abstellen des Motors. Also bei einem Bahnübergang, wenn du warten musst, musst du ja sogar den Motor ausschalten. In äh, den Leerlauf schalten reicht nicht und die Start-Stop-Automatik auszuschalten ist natürlich Blödsinn, weil dann geht der Motor ja nicht von alleine aus. Also in dem Fall den Motor abstellen, das ist richtig. Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? Die Verwendung von Leichtlaufölen. Die Verwendung von Klimaanlagen. Die Verwendung von Leichtlaufreifen. Also alles, was hier leicht sich leicht anhört, das ist auch richtig. Klimaanlage verbraucht zusätzlich noch Energie, also sprich auch Kraftstoff. Warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft? Weil diese Öle den Kraftstoffverbrauch verringern. Das ist richtig. Weil diese Öle weniger Reibung im Motor erzeugen. Genau weil diese Öle im Hausmüll entsorgt werden können. Wie gesagt, Öl kommt auf gar keinen Fall in den Hausmüll. Was sollten Sie nach dem Starten des Fahrzeuges tun? Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. Das ist richtig, manche lassen den Motor dann noch so ein paar Minuten laufen, weil sie denken, das würde dem Motor gut tun. Das ist äh, sehr schädlich, weil der Motor einen höheren Verschleiß hat, wenn er kalt ist. Und wenn ich den im Stand warm laufen lasse, dann habe ich eine sehr lange Zeit, bei dem der Motor sehr ineffizient läuft und eine sehr, eine sehr hohe Abnutzung hat. Außerdem ist der Kraftstoffverbrauch wesentlich höher, als wenn ich gleich losfahren würde und der Motor gleich auf Betriebstemperatur kommt. Also, wir schauen, dass wir möglichst gleich losfahren. Ich sollte möglichst im niedertourigen Drehzahlbereich fahren. Genau. Ich sollte möglichst den Motor im Stand warm laufen lassen. Ja, also das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das ist ähm, jetzt mal ganz unabhängig vom, vom Umweltgedanken, dass natürlich Kraftstoff verbrannt wird und so weiter. Aber der Motor ist das, äh, tut das nicht gut. Wie können Sie Kraftstoff sparen? Indem ich entbehrliche Dachaufbauten entferne. Ja, klar, alles, was zusätzliches Gewicht bringt oder mehr. Luftwiderstand bietet, ist natürlich schlecht. Indem ich ganzjährig mit Winterreifen fahre. Achtung, Winterreifen haben eine weichere Gummimischung und verbrauchen mehr Kraftstoff. Indem ich vorausschauend fahre. Ja, vorausschauend ist immer gut. Wenn der Vordermann bremst oder der Vordervordermann, dann gehst du einfach vom Gas runter und musst dann gar nicht mal bremsen. Denn jedes Mal, wenn du bremst, musst du wieder Energie zuführen, also sprich beschleunigen. Und das wäre ja blöd. Dementsprechend vorausschauende Fahrweise ganz wichtig. Wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten? Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen. Ja klar. Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck. Genau, denn wenn du zu wenig Luft im Reifen hast, dann ist die Auflagefläche größer und der Reifen nutzt sich leichter ab oder schneller ab. Ich verwende ganzjährig Winterreifen. Nein, wie gesagt, die sind weicher und... Was ist die Frage? Reifenverschleiß gering halten. Äh, die Winterreifen sind weicher und dementsprechend nutzen sie sich schneller ab. Welche Kraftfahrzeuge sind vom Verkehrsverbot für Umweltzonen grundsätzlich ausgenommen? Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen. Krankenwagen im Einsatz. Alle Kraftfahrzeuge der Umweltzonenbewohner. Ähm, das müsste. Boah. Also, Krankenwagen, ja, gut, klar. Land- und Forstwirtschaft, die ach, bekommen keine Plakette. Also, die wahrscheinlich auch. Und alle, alle, Fahrzeuge der, alle Kraftfahrzeuge der Bewohner äh, wahrscheinlich nicht, weil sonst würde das Ganze ja viel weniger Spaß machen und die Regierung weniger Geld bekommen. Äh, deswegen nur eins und zwei. Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet, möchten aber nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig? Äh, wir fahren geradeaus oder biegen links ab und müssen halt dann wenden oder biegen die, die darauf folgende rechts ab. Wir dürfen auf gar keinen Fall über diese durchgezogene Linie fahren. Also wir dürfen nicht mehr auf den rechten Fahrstreifen zum rechts abbiegen. Ich wechsle vorsichtig in den rechten Fahrstreifen. Nein, auf keinen Fall. Da ist die Prüfung sofort vorbei. Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab. Jo. Ich fahre geradeaus weiter. Und biege im Kreuzungsbereich rechts ab. Oh, damit ist gemeint, du fährst hier in die Kreuzung rein und biegst dann über den rechten Fahrstreifen hin rechts ab. Das ist natürlich auch sehr gefährlich, also das machen wir nicht. Hier ist nur Antwort 2 richtig. Okay, davon hinten hat es eilig wir werden etwas die geschwindigkeit reduzieren und sofort wieder abstand herstellen wie verhalten sie sich richtig ich bremse ab Ja. ich behalte meine geschwindigkeit bei nein ich vergrößere den abstand zum einscherenden genau Den Motorradfahrer sehen wir jetzt nicht mehr, der befindet sich gerade hinter dem blauen Transporter. Und wenn du ihn nicht sehen kannst, dann kann er dich natürlich auch nicht sehen. Warum müssen Sie jetzt bremsen? Wegen des Transporters? Wegen der Radfahrerin? Wegen des Motorrads? Also in dem Fall natürlich nur wegen des Motorrads. Welches Verhalten ist richtig? So, wir sind auf der Vorfahrtstraße, dementsprechend interessiert uns der Traktor von rechts überhaupt nicht. Da wir aber links abbiegen wollen und sich die Straßenbahn mit uns kreuzen würde, müssen wir diese natürlich zuerst durchfahren lassen. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. Ja, natürlich, du musst auf den Gleisen warten, bis die Trambahn an dir vorbei ist. Was sollst du denn sonst machen? Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. Ja. Ich muss den Traktor durchfahren lassen. Nein, wir sind auf der Vorfahrtstraße, der Traktor muss warten. Welches Verhalten ist richtig? Das ist eine abknickende Vorfahrtstraße, wir haben ein Vorfahrt gewähren, dementsprechend müssen wir warten und der grüne darf zuerst fahren. Der grüne PKW muss warten. Ich muss warten. Wir müssen warten. Welches Verhalten ist richtig? So, jetzt sind wir auf einer abknickten Vorfahrtstraße. Allerdings verlassen wir diese Vorfahrtstraße und der Gelbe bleibt auf der Vorfahrtstraße. Dementsprechend kreuzen wir uns wieder mit dem und deswegen müssen wir warten. Ich muss warten. Genau. Welches Verhalten ist richtig? Wir haben ein gewähren und der. Motorradfahrer bleibt auf der Vorfahrtstraße, also auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Dementsprechend müssen wir warten. Ich und muss warten. Der Motorradfahrer darf zuerst fahren. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Nochmal kurz zu notieren: Dieses Verkehrszeichen bedeutet Halt, Vorfahrt gewähren. Das heißt, du musst auf jeden Fall anhalten an der Haltelinie, falls keine Haltelinie vorhanden ist, an der Sichtlinie. Und dann darfst du erst weiterfahren. Das ist ganz egal, ob Fahrzeuge kommen oder nicht. Du musst auf jeden Fall erstmal stehen bleiben. Ich muss nur anhalten, wenn eine Haltelinie vorhanden ist. Nein, wie gesagt, wenn keine Haltelinie vorhanden ist, dann an der Sichtlinie. Ich muss nur bei Querverkehr anhalten. Ich muss anhalten und Vorfahrt gewähren. Du musst immer anhalten und Vorfahrt gewähren, ja. Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten? Hier zum Beispiel haben wir keine Haltelinie, also müssen wir an der Sichtlinie stehen bleiben. Und niemals vor dem Verkehrszeichen selbst, also wenn du hier stehen bleiben würdest, das würde überhaupt nichts bringen, da die Hauswand viel zu weit in die Kreuzung reinragt. Du könntest ja von hier gar nicht in die Kreuzung einsehen. Ich muss nur bei Querverkehr anhalten. Ich muss an der Sichtlinie anhalten. Und Vorfahrt gewähren. Genau. Ich muss nicht anhalten, da keine Haltlinie vorhanden ist. Doch, doch. Also, wie gesagt, an der Sichtlinie. Wie müssen Sie sich in dieser Verkehrssituation verhalten? Hier zum Beispiel ist die Haltelinie ja wesentlich weiter hinter dem Stoppschild markiert. Also, natürlich an der Haltelinie stehen bleiben und äh, in dem Fall sieht man sogar da hinten schon den Schulbus mit Warnblinklicht, also darauf. Kann man sich dann auch gleich gefasst machen? Aber ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Ich muss an der Haltlinie anhalten und Vorfahrt gewähren. Jo. Ich muss nur bei Querverkehr anhalten. Ich muss nur am Stoppschild anhalten. Also wie gesagt, nicht am Stoppschild, sondern an der Haltelinie. Nur die erste Antwort ist hier richtig. Wann ist es sinnvoll, einen Verbrennungsmotor abzustellen? Beim B- Be und Entladen des Fahrzeugs beim Halten an Kreuzungen mit Stoppschild. Bei längerem Warten an Bahnübergängen. Also natürlich immer dann, wenn das Fahrzeug längere Zeit steht am Bahnübergang, Bion entladen, klar, am Stoppschild bitte nicht, da bleibst du nur ganz kurz stehen und fährst sofort wieder weiter. Okay. Kind rennt eventuell gleich auf die Straße. Warum müssen Sie hier die Geschwindigkeit verringern? Wegen des Kindes. Wegen des Kindes fertig. Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren? Fußgänger können unachtsam sein. Ja. Fußgänger können auf halbem Wege umkehren. Ja. Fußgänger können plötzlich stehen bleiben. Alles richtig. Das ist eine blöde Situation. Okay. Schauen wir mal, wie die Frage gestellt ist. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich überhole den Radfahrer vor Erreichen des LKWs. Nein, also das bitte nicht. Der fährt ja schon jetzt äh, links rüber, um an dem LKW vorbeizukommen. Ich überhole den Radfahrer nach der Kurve. Ah, ja. Okay. Ich überhole den Radfahrer zwischen LKW und Kurve. Nein, wir überholen nach der Kurve, denn das Überholen an unübersichtlichen Straßenstellen ist ja auch verboten. Also wir haben Vorfahrt gewähren. Achtung, von rechts kommt ein Radfahrer hier zu sehen. Okay, also bedingt durch den stockenden Verkehr muss der grüne Pkw stehen bleiben. Wir haben ein Vorfahrt gewährt, also im Prinzip dürften die ja zuerst fahren. Allerdings ähm, müssen die, wie gesagt, warten, weil der Verkehr stockt. Und die haben auch die Straße hier freigelassen, die Kreuzung, das ist so richtig. Also im Prinzip könnten wir da jetzt vorsichtig durchfahren. Aber pass auf, von rechts kommt der Radfahrer. Um was geht es jetzt hier? Weshalb müssen sie hier warten? Wegen des grünen PKWs, wegen der Radfahrerin, wegen des Fußgängers. Also, wie gesagt, der PKW steht ja da. Fußgänger, nee, da geht es nur um den Radfahrer. Okay, das sieht ja fast ähnlich aus. der rote möchte links abbiegen hinter uns fährt ein radfahrer hm? weshalb müssen sie hier warten wegen des fußgängers nein wegen des roten pkws genau wir haben vorfahrt gewähren der rote pkw ist dementsprechend auf der vorfahrtstraße er biegt ab wir müssen ihn durchfahren lassen wegen der radfahrerin die fährt ja hinter uns das interessiert ja auch nicht Okay, 30 wegen Straßenschäden. Mhm. Also, ein Tier rennt auf die Fahrbahn, hinter uns fährt einer, links neben uns fährt einer, rechts ist der Graben. Du solltest auf gar keinen Fall jetzt irgendwas machen. Ähm, ja. Also, tut mir echt leid an den Hund, aber auf gar keinen Fall solltest du jetzt bremsen oder ausweichen. Da würden viel mehr Leute zu Schaden kommen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich halte das Lenkrad gerade und fest. Ja, das ist richtig. Ich weiche nach links aus. Also bitte nicht, danach bist du nämlich ein Pfannkuchen. Ich weiche nach rechts aus. Ja, viel Spaß. Dann überschlägst du dich vielleicht noch. Also einfach geradeaus weiter. so ein Video hatten wir gerade eben schon mal. Das ist die Frage vielleicht etwas anders gestellt? Wie verhalten Sie sich richtig? Ich behalte die Geschwindigkeit bei. Ich beschleunige. Ich verringere die Geschwindigkeit. Wir verringern die Geschwindigkeit. Ah ja, ich glaube im letzten Video ist er sogar noch vor uns reingezogen und wir mussten den Abstand herstellen. Genau. Also manchmal sind die Videos recht ähnlich, aber unterschiedliche äh, Fragen bzw. Antworten. Okay, da kommt gleich eine Baustelle. Der linke Fahrstreifen endet. Wir müssen auf den rechten. Allerdings erst in 100 Metern. Also nicht so, wie es der Vordermann gemacht hat. Sondern erst dort ganz, ganz vorne. Und dann natürlich nach dem Reißverschlussverfahren. Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie sollten Sie sich verhalten? Ich ordne mich jetzt rechts ein. Ich wechsle erst unmittelbar vor der Fahrbahnverengung den Fahrstreifen. Genau, hier ist die zweite Antwort richtig, also möglichst weit hinten. Denn wenn es alle machen würden, die jetzt auf dem linken Fahrstreifen sind, jetzt rechts rüberziehen, dann wären ja diese 100 Meter hier frei, obwohl man sie eigentlich befahren könnte. Und äh, dann könnte auf dem rechten Fahrstreifen ein Stau entstehen. Oder Auffahrunfälle sogar. Wir sollten mal den Radfahrer rechts ein bisschen beobachten. Ja, genau. Also wir wollen rechts abbiegen. Hier möchte jemand über die Straße gehen. Hinter uns kommt der Radfahrer. Da wir Abbieger sind und die sich mit uns kreuzen, müssen wir warten. Der Gegenverkehr interessiert nicht, das ist hier ja ein Linksabbieger, der muss uns zuerst durchfahren lassen. Warum müssen Sie vor dem Rechtsabbiegen warten? Wegen des schwarzen Pkws. Nein, wie gesagt, der biegt ja von sich aus gesehen links ab, der interessiert uns nicht. Wegen der Fußgängerin. Ja, die kreuzt sich mit uns. Wegen der Radfahrerin. Genau. Und wenn du jetzt denkst, der Fußgänger ist schon noch viel zu weit weg. Nee, nee. Der ist da auf der Straße und der möchte darüber und dementsprechend müssen wir warten. So, pass auf, Radfahrer von rechts. Der Radfahrer wird gleich auf die Straße ziehen. Gell? Weil der Radweg endet ja hier. Und was anderes bleibt ihm nicht übrig. Warum müssen Sie hier verzögern und bremsbereit sein? Also, verzögern heißt bremsen. Wegen des Fußgängers? Nein. Wegen des grünen Fahrzeugs? Nein. Wegen des Radfahrers? Ja, ja den sieht man jetzt nicht mehr. Aber der wird gleich auf unsere Fahrbahn ziehen. Mhm. Von rechts kommt ein Fahrzeug. Müllerfuhr anscheinend. Warum müssen Sie weiterhin bremsen? Wegen des Müllfahrzeugs. Ja. Wegen des blauen LKWs. Genau. Der braucht etwas Zeit, um hier abzubiegen. Wegen des Radfahrers. Dem Radfahrer. Ne, interessiert er auch nicht. Wo dürfen Sie hier parken? Ah, Achtung, Achtung, Achtung. Schon mal hier rechts oben. Da ist das Verkehrszeichen Einbahnstraße. Das bedeutet ja, dass wir auch auf der linken Seite parken dürfen. Das ist ja Interessant. In meiner Fahrtrichtung nur auf dem linken Seitenstreifen. In meiner Fahrtrichtung nur auf dem rechten Seitenstreifen. Also, das irritiert schon mal, weil hier nur steht und nur ist ja nicht richtig. In der Einbahnstraße dürfen wir ja auf beiden Seiten parken. In meiner Fahrtrichtung auf dem linken und rechten Seitenstreifen. Ja, das ist die richtige Antwort. Ansonsten, wenn es nicht eine Einbahnstraße wäre, dann natürlich nur auf der rechten Seite in Fahrtrichtung. Okay, das waren wieder 36 Fragen für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es dir geholfen hat, lass dem Video doch bitte einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst.